Ja, moin Leute, was geht? Garn wieder hier am Start. Wir spielen Sniper Ghost Recon 3 und wir machen heute wieder mal einen kleinen Auftrag erstmal. Und im nachfolgenden Video gibt es dann wieder eine Hauptmission. Und zwar machen wir hier ein gesuchtes Ziel und das ist die Frau Grivapsch. Gewicht 70 Kilo, Haare rote kurz, Augenfarbe Bernstein, Statur schmächtig, Größe 71, Alter ist sie 51, ist eine Frau. Belohnung liegt bei 2500 Dollar. Und über ihre Vergangenheit ist nicht viel bekannt, außer dass ihre gesamte Familie 1993 während der georgischen Bombardierung ihrer Heimatstadt starb. Grivapsch ist gnadenlos in der Rache und aufgrund ihrer unerbittlichen Härte im aktuellen Konflikt stieg. So, da ist ein Komma. Im aktuellen Konflikt stieg sie in den Reihen der Separatisten zügig auf. Kürzlich übernahm sie das Kommando über ihre eigenen Zelle im Gebiet der Bergbaustadt. Ja. Okay. Die vögeln wir jetzt. Dann gehen wir jetzt mal hin. Laden mal ein bisschen die Sniper nach. Nebenbei diese Sniper, die ich hier habe, das ist eine neue, glaube ich. Ja, das ist eine neue. Und das Visier gefällt mir überhaupt nicht. Denn, ja, ihr seht schon, ich habe hier nicht diese Höhenmarkierungen, ne? Also das ist so, summa summarum, find's selber heraus. Das werde ich demnächst auch ändern. Ja, machen wir mal eine Wegmarkierung dahin. Ich höre Musik, wow. Und verdammt viele Hühner hier am Start. Ich weiß nicht, ob das ist... Ah, okay, da ist ein Gegner. Uns mal hier hin. Geh mir Nein, beruhig dich. Beruhig dich, verdammt. Okay. Und die Tante. Da ist doch noch was. Na? Das ist aber nicht, oder? So als Kerl. Ja. Ne, das ist sie jetzt nicht. Wo ist sie denn? Wenn man das Ding wird. So was diese Leute in der Lage sind. Jetzt tun sie, als wären sie Freunde. Aber das dauert nicht lange. Nein, ich sag dir nicht, wie du leben sollst. Ich versuche dich vor diesen Kriminellen zu schützen. Du Moment kannst mal. Niemanden trauen, besonders in diesen Zeiten. Moment. Bitte hör zu. Das ist eine Frau? Wieso sieht die Frau aus wie ein Kerl? Muss ich das jetzt verstehen? Ich habe gestern was Komisches gesehen, das durch die Luft flog. Es sah irgendwie wie eine Drohne aus. Ich frage mich, wie schlau war das Jobangebot der Separatisten auszuschlagen. Probieren über studieren, ne? Wir werden angegriffen. Ja. Ach, was eine Waffe, Mann. Verstanden. Wow, hier gibt's jetzt Ärger. Ich geh mal in eine etwas stärkeren. Oh. So, ist es doch ein bisschen besser. Hallo? Was eine Waffe. Oh mein Gott. Was ein Aim ich mit diesem, in diesem... Da ist sie doch, das war's. Okay. Ja, mein Aim, also das Spiel ist auch ein bisschen schwammig hier. Deswegen ist mein Aim ein bisschen für den Arsch in dem Game hier. Aber ansonsten, jo. Wir plündern sie jetzt nochmal schnell, die Dame. Okay, Blendknatschbläh, Handelsware. Auch schon. Habt ihr denn, das war die Frau, die da, ne? Was plündern wir mal? Wo ist denn deine Waffe? UFM, ja, okay, die haben wir schon. Auch eine AK. Die Tante hat überhaupt keine Waffe gehabt. Oh, mechanische Teile.
Ja, das ist ein bisschen schade, dass sie überhaupt keine Teile, keine Waffe, nichts dergleichen. Ich dachte, oh, wenigstens gibt es auch noch eine coole Belohnung, also als Waffe oder sowas, aber nein. Nichts dergleichen. Sei es drum. Mini-Mission fertig. Und das war's auch mit der Aufnahme. Nein, Quatsch, Spaß. Nee, das ist echt ein bisschen zu kurz. Wisst ihr was? Wir machen jetzt eine Hauptmission. Auf los geht's los zum Unterschlupf zurück. Und dann sind wir im Unterschlupf. Dann tun wir uns erstmal ausrüsten. Ein bisschen Munition, Troller, hast nicht gesehen. Waffenlager, zack. Vor allem, ach, diese Waffe, ne? Also, die Waffe ist eigentlich okay, aber das ist Visier. Oh. Das ist cool gewesen, das Zehnfach, aber. Hey, probieren wir es. So, jetzt Werkbank, Tagebuch, da haben wir es. Abgeschnitten! Das ist die nächste Mission, gelange zur Kommunikationsanlage. Die Mission kenne ich auch aus der Beta. Gut, das sind also die beiden, das sind die beiden Missions aus der Beta. Gut ist, die machen wir jetzt mal. Weißt du noch mehr über die Satelliten? Die ist ein bisschen trickier. Ja. Aber wir probieren unser Glück. Will, dass du die Übertragung umlenkst. Manuell? Wir haben eine Skizze des Plans. Du musst die Radioteleskope verstellen. Das ist alles? Das wird nicht einfach, John. Du musst in ein schwer bewachtes Antennenfeld dringen. Das ist eine wichtige Anlage für sie. Wir werden schnell begreifen, was passiert ist. Doch bevor es dazu kommt, haben wir Zugriff auf all ihre Archive. Vermutlich wird es dort Gerüchte über Robert geben. Ich kann mich umhören, aber das ist alles. Wer weiß, ob er noch lebt. Nee, Frank, der ist zu stur, um zu sterben. Bitte. Okay. Ich halte die Ohren offen. Ende. Leute. Ich hab hier mal ganz kurz... nee, was machst du? Okay, passt. So. Ihr seht es auf der Map wahrscheinlich. Ich habe hier einen Boss. Also so ein kleines gesuchtes Ziel. Ich schaue mir mal schnell nach. Das machen wir gleich mit. Und zwar ist es Alper Erdal. Name Alper Erdal. Okay. Geschlecht männlich. Alter 39. 1,86 groß. Schlank. Bernstein. Augenfarbe. Hat eine... Komische Glatze. Okay. Ich sehe da Haare. Nur ein bisschen um die Stirn halt so. Ein bisschen Ministerwinkel. Gewicht 89 Kilo. Die Belohnung liegt bei 2000. Ehemaliger Al-Nusra-Soldat, der seine Jugend in Syrien verbracht hat. Er soll einer der Anführer hinter mehreren Angriffen auf zivile Krankenhäuser und Bürgerhäuser sein. Deshalb wurde er verfolgt und bei einem verfuschten Drohnenschlag beinahe getötet. Jetzt ist Erdal Söldner für die Separatisten. Alper Erdal ist selbstsicher und lebt für seinen Job. Er hat keine Angst, sich die Hände schmutzig zu machen. Gut, den Kerl, den holen wir uns jetzt, oder versuchen es jedenfalls. Und dann machen wir die große Mission weiter. Oh nein, 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 nein. Hallo, fang das Ding wieder an. Himmelarsch. So, jetzt nochmal. Alter. Das ist eine blöde Animation noch geben muss. So, jetzt. So, hier haben wir zwei Affen. Da ist noch ein Affe. Irgendwas habe ich noch markiert. Ah, da oben. Hast du das gehört? Oh Mann. Gut. Ja, ich seh nix. Hey, was geht? Alles okay? Wow, ein fassen Collectoral. Wo ist er? Wo ist er? Ich hab ihn gesehen. Hä? Bist du blöd? Ich hab ihn noch laufen sehen. Ich hab ihn laufen sehen. Okay. Versteckt. Versuch du mal ein paar Nahkampf zu filmen. Nicht hier. Ja, klar. Ich kann natürlich nicht ein Haus hochklettern. Warum auch?
Versuch wirklich Nahkampf. Okay, dann auf da hinten. Soll die russische Musik hier? Okay, ich bin zu breit für hier durchzulaufen. Das Problem ist, ich komme ja hier nicht durch. Perfekt. Was zum Geier macht der da? Wieso rennt denn der weg? Auf meine alte Position ist er gelaufen. Will dich kneifen. Wir hören. Patrouille meldet Anwesenheit von Python. Was zum Geier war denn das gerade? Okay, wir haben den, aber ja, ich wollte ihn verhören, dann hat er sich umgedreht. Jetzt habe ich ihn mal geschnappt, jetzt schmeiße ich ihn wieder weg. So, ich habe nebenbei eine Schnellreise jetzt gemacht, weil... ne? Voll im Mega-Weg. Ja. Jetzt fahren wir mal hin. Wie ich schon gesagt hatte, ich kenne dies von der Beta. Eigentlich waren hier in diesem Ding auch... Na egal. Ja, machen wir das mal. Ich probiere es mal so wie in der Beta zu machen und mal schauen, ob sich was in der Mission geändert hat. Dann fahren wir auf den Zaun zu, da hinten läuft durch deinen Lauf. Frank, ich kann die Basis sehen. Gehen unser primäres Ziel sind die Radioteleskope. Gut. Begib dich hinein und stell sie auf die Koordinaten ein, die ich auf dein Tablet geladen habe. Alles klar, machen wir. So, wir gehen hier oben lang. Pass mit deiner Drohne auf. Wenn du zu nahe an die Antennen kommst, wird ihre Frequenz gestört. Alles klar. Gehen wir von der Beta. Wir müssen zum Brett sein, zum Rüberlaufen irgendwo. Was war da? Irgendwas. Richtung war da. So, jetzt schauen wir uns das mal die ganze Kacke hier an. Okay, wir gehen mal weiter. Ich sehe von hier Mist. Da war eigentlich einer und hier war eigentlich einer. Und da unten Tor war einer. Naja, sehen wir gleich. Da ist einer. Der eine haben wir. Nummer 2. Okay. Okay. Wo ist der zweite jetzt? Den knall ich nicht ab, bevor ich nicht den anderen sehe. Und den hier. Oder? Weiß nicht. Konnte ich den damals abknallen? Hier ist noch einer. Ich mach's einfach. In die Schläfe rein. Ja, der läuft jetzt da lang. Der läuft perfekt, passt. Ein harter Schuss. Autsch. Voll durchs Auge durch. Komm. Okay. Gut, die werden schon mal erledigt. Dann läuft da einer. Die müssen zwei sein. Da chillt einer und einer läuft. So wie ich das noch in Erinnerung habe. Gehen wir weiter. Laden nach. Weil dann fast so im Arsch schon, oder was? Okay. Mausrad war das. Achso, ist das schon ausgestattet? Das... Nein. So.
Mit F-Reparation. Perfekt. Hat doch hier immer einer gesessen. Wow. Ja, hier ist der Baumstamm. Ey, 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 ey. Boah, was ist denn hier los? Hier ist einer immer spazieren. Hallo? Also hier ist immer einer spazieren gegangen. Hier waren zwei und dann da hinten muss der hier sein. Ist 104 Meter. Okay. Und auch. Aber bei denen muss ich erstmal nach oben hinkommen. Oh ja. Wo ist denn der? Ich sehe ihn nicht. Doch, da sitzt der. Okay. Reden sie miteinander, oder? Nee. Den haben wir auch, perfekt. So. Hier ist einer. Da oben. Ich weiß nicht, ob man den abknallen kann oder nicht. Bin mir jetzt nicht sicher. Aber gut, der kann mir eh nichts. Einfach hochspringen? Wie war denn das? Ah, eh. Und runter. Trickshot. Ah, da ist einer. Okay. Bitte, 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 sei nicht entdeckt worden. Ja, dich darf ich jetzt hier nicht, das weiß ich, glaube ich. Ja, da sind zwei eigentlich drin, ne? Ist hier gerade noch einer? Nee. Hier unter mir dürften zwei Stück stehen, soweit ich noch in Erinnerung habe. Ja. Ja, und dann läuft der eine hier spazieren. Markier mal. Hallo. Jetzt. Ja, das sind jetzt die. Unter mir sind zwei. Der eine, der hier spazieren geht und der so seitlang läuft. Dann habe ich den, der da hinten immer spazieren geht. Den habe ich. Das ist echt nur noch den da. Der, wenn er da hinten ist, haue ich ihn weg. Und den hier, wenn er hier vorne ist, den kann ich. Jetzt. Den da, wenn man ein bisschen weiter vorgeht. Hm. Kommst du mal spazieren oder nicht? Jetzt, perfekt. Nicht mal irgendwie. Hm.
Okay, ich kann echt hier nicht irgendwie so richtig hoch. Ich will nicht runter. Das langt mir. In die Narbe rein. So. Dann. Eins. Nur noch einer oder was? Das haben sie ein bisschen geändert hier. Lade die Koordinaten bei der ersten Antenne hoch. Gute Arbeit. Jetzt such die anderen Türme. Damit das funktioniert, brauchen wir sie alle. So, jetzt holen wir uns die zwei, die da nebeneinander stehen. Hallo? Benutzen? Die beiden. Den da hinten haben wir, den haben wir, den haben wir, den haben wir und nur noch die zwei, okay. Aua. Meine Beta war das hier, stand eigentlich was. Yes. Wir haben beide. Okay. Laden mal nach. Dann haben die auch noch. Und die auch. Und jetzt können wir uns nächste Scheiße da holen. Dann habe ich hier einen Außenposten markiert noch. Ui. Okay. Muss ich nicht verstehen, oder? Naja, wahrscheinlich, wenn ich dann alle habe. Oder Hauptaußen. Kann das sein? Das ist so ein. Ja. Genau. Zählt wahrscheinlich dann für alle. Jetzt. Oh nein, der eine war doch ein Sniper, oder? Hier dürfte jetzt eigentlich weit und breit keiner. Wobei, doch, da lief doch einer noch, oder? Bin mir jetzt echt unsicher. Eigentlich habe ich hier safe alles aufgeräumt. Geschrien hätte. Okay. Jetzt wird's hart. Lade die zweiten Koordinaten hoch. Ausgezeichnet. Jetzt kommt die Zeitkacke, glaube ich. Warte mal. Scheiße. Ja. Sie versuchen das Signal zu unterbrechen. Du musst zum Hauptrechner und sie aufhalten. Ich schicke dir ihre Position. Auf dem Weg. Weiß, die Zeit läuft, aber ich weiß, dass da drinnen voll die Action immer war. Na gut, komm, sei es drum. Was kaputt? Was Sabotage?
antworten Sie verdammt noch. Eine Minute noch. Wenn Sie mich ich arbeiten hab's. Lassen, geht es sicher schneller. Und zur Sabotage, ich weiß nicht. Vielleicht. Heilige Scheiße, John. Das war zu knapp. Okay. Heli kommt jetzt. Zur nächsten ja. Antenne und dann nichts wie raus da. Kümmer dich, los. Na, schwitzt du noch. Kann man den nicht irgendwie verhören? Jetzt muss ich schnell. Okay. War halt ein bisschen unüberlegt, weil ich nicht voll geguckt habe, ob da noch andere sind. Aber irgendwas musste ich ja machen. Ich habe irgendwie Bock gehabt auf sowas. So, bevor wir hier aber weiter snipen, aber zum Runterlaufen. Jetzt mal die Lage ein bisschen. Okay. Gehen wir mal in den Aufzug. Hier müsste doch noch eine. Also doch. Ich hab irgendeine Rängenschaft reingeschaltet. Glaube ich. Das ist nicht so drauf geachtet. Glaube ich. Ich. Aber nicht. Hosen. Okay. Sagen in der Beta war es nicht so leicht. Gut. Oh Scheiße, es ist einer von uns! Okay. Irgendwo wird einer entdeckt. Feind muss in der Nähe sein. Begrenzung absuchen. Okay. Wo können die jemanden entdeckt haben? Ja, der Tote hier? Oder da oben? Ne, da ist er. Da war noch einer links. Oder? Ah, nee, ich glaube schon. Hier ist irgendwo noch einer. War das jetzt einer oder nicht? Ich weiß es nicht. Hab da irgendwas Gelbes gesehen. Es kann echt sein, dass die Kiste jetzt nur war. Kann ich in das Auto rein? Oder was? Nee, ist verschlossen wie das andere Auto hier. Doch, da war einer. Wusst doch, ich habe da irgendwas gesehen, ganz kurz. Oh. Hilfe, bitte! Töten Sie mich nicht, ich sehe Sie an! Ah. Hilfe, bitte! Oh. Ups. So, das war's! 3 von 3, abgestoppt. Gute Arbeit, John. Atme mal kurz tief durch, aber mach dich bereit weiterzumachen.
Wir haben noch eine Menge Arbeit vor uns. Oh, jetzt verlassen wir das Missionsgebiet. Das war zu knapp. Jetzt tu mir einen Gefallen und verschwinde von dort. So schlecht? 41%? Aber 28 Kopfschüsse von 33 Tötungen töten aus der Nähe 2. Kritische Heilung habe ich einmal gemacht. Ich weiß gar nichts davon mehr. Okay. Stealth Kills 2 waren es nicht 3. Na egal. Angelockte Feinde 0000000. Läuft. 26 Minuten hat es gedauert. Also ich denke mal, das ist dann eine etwas längere Folge gewesen. Gut gemacht, John. Jetzt schwätzt er noch ein bisschen. Es wird eine Weile dauern, bis wir all die Daten entschlüsseln und durchgehen können. Es gibt nichts über deinen Bruder. Aber ein Bahnhof in der Nähe wirkt sehr wichtig. Es gibt einen Bahnhof nicht weit von hier. Genau der. Er wird zu einem bedeutenden Transportzentrum umfunktioniert. Die Separatisten wollen etwas Großes transportieren. Und das ist nicht nur ein Waffenlager für geschmuggelte Waffen? Kann sein. Wir haben über Lieferungen aus Russland, Türkei, China und Saudi-Arabien gehört. Doch es steht etwas noch Größeres auf dem Spiel. Da muss eine Menge Geld hinterstecken. Jemand finanziert die Separatisten als Fassade und verfolgt dabei ein anderes Ziel. Aber wir sollten nicht vorschnelle Schlüsse ziehen. Schalten wir diesen Bahnhof aus. Ich mache den Bahnhof zur Müllhalde, hinterlasse nur Altmetall und brennende Schienen. J-Sock wird die Kommunikationslogs weiter durchsuchen. Wenn Robert da draußen ist, muss irgendjemand über ihn reden. Konzentriere du dich auf den Bahnhof. Ich höre mich weiter um. Danke, Ende. So. Kein Anruf, nichts? Wunderbar. Also, das war die Mission. Ich sag euch mal ganz ehrlich, in der Beta war es ein bisschen schwieriger oder ich habe mich damals blöder angestellt, eins von beiden. Ja, die kannte ich halt schon, trotzdem immer wieder cool, die Mission. Snipen bockt echt in dem Spiel, auch wenn es ein bisschen easier gemacht ist, aber gut. Macht Spaß. So, in diesem Sinne, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und würde mal sagen, bis zum nächsten Mal. Wünsche euch was. Ciao.